Wir ermitteln nun in der nächsten Gruppe die Achtelfinalgegner, unter anderem der Mülis. Und ja, sind da sehr gespannt, auf wen die Auswahl dann treffen wird. Also kleiner Nachtrag eben zur Gruppe 1. Der BVB müsste die Gruppe als Gruppensieger beendet haben, aufgrund der besseren Tordifferenz. Das haben hier mein Grundkurs Mathe gerade in großer Kopfrechenarbeit ergeben. Das Ganze dann aber ohne Gewähr. Wenn wir jetzt einsteigen in diese Partie hier mit Arminia Bielefeld, die gestern mit 0 Punkten ins Hotel zurückgefahren sind, haben sich aber besser verkauft, als die Ergebnisse das aussagen. Das rüber gespielt und da ist wieder der Treffer für die Arminia. Bevor jetzt aber alle zu Hause mit Ball aus den Socken fallen, hier Samuel Oers mit dem Treffer. Das ist das dritte Spiel der Arminia und zum dritten Mal geht man früh 1-0 in Führung. Und dann, ja, hielt man mit. Hat durchaus immer mal wieder auf Augenhöhe. Aber verlor beide Spiele dann letztendlich dann doch mit 1-3. Setzte sich dann noch die etwas höhere individuelle Qualität durch. Ja, da waren die 4 Sekunden bereits um. Kurz noch auf die Historie der Stuttgarter. 4-1 besiegte man Titelverteidiger Rasenballsport Leipzig. Danach setzte es gegen den Hamburger SV ein 0-2. Also hier das klare Ziel der Stuttgarter, das Konto auf 6 Punkte zu schrauben und Bielefeld will den ersten Dreier, um dann vielleicht mit dem VfB zumindest nach Punkten gleich ziehen zu können. Das ist jetzt hier der große Auftrag. Ja, wer war auffällig beim VfB gestern? Auf jeden Fall Laurin Kurda, der Kapitän der Stuttgarter. Leon Bayaku. Ebenfalls gespannt, wie wach die Jungs denn heute sind. Abschluss und jetzt mal das 2-0 für Arminia Bielefeld. Durch den Kapitän. Kevin Klass mit dem Treffer zum 2-0 für die Arminen. Die Arminen, die in der Landesliga spielen, sind dort Tabellenvierter. Haben in diesem Top 4 die schwächste Defensive, zumindest haben sie die meisten Gegentore kassiert, 21 Stück in der Zahl. Der Zweitplatzierte in diesen Top 4 hat gerade mal 11 Gegentore kassiert, also 10 Tore weniger, das Ganze in 11 Spielen. Haben 7 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, das ist die U17 von Rot-Weiß Aalen. Schöner natürlich, hier gegen viele Ober- und Regionalligisten sich hier zu behaupten und messen zu dürfen. Bielefelder ja gehören absolut zum Inventar dieses Turniers, zum 17. Mal dabei. Mal natürlich.
Mittelfelder mit Co-Ausrichter. Oder bei dieser Ausgabe für Rick Cup. Zweimal konnte die Arminia das Turnier gewinnen, allerdings liegt der letzte Sieg mit dem Jahr 2002 schon etwas zurück. Super leicht, da spielte Borussia Dortmund in der Bundesliga noch mit Jan Koller, Thomas Rosicki und Marcio Amoroso, um einen Vergleich zu bekommen. Wie lange das schon her ist. VfB Stuttgart mit 3 Titel gewinnen. Der letzte 2013. Mit einem Erfolg würde man mit dem Rekordsieger des Fairway Cups leicht ziehen. Das ist ja der BC Berlin, die gewannen 4-mal die begehrte Trophäe. Stuttgart ein absolutes Aushängeschild in Sachen Jugendarbeit. Das zeigen auch die Namen, die hier schon in Lübbecke aktiv waren für den VfB. Große Torhüter-Tradition. Loris Karius, lieber vom FC Liverpool. Bernd Leno. Sven Ulreich war hier, der jetzige Keeper der Bayern. Zweimal zum Torwart des Turniers gewählt. Der einzige Keeper, der über 2 Jahre hinweg hier diese Auszeichnung erobern konnte. Aber Feldspieler waren hier Andreas Beck, Beşiktaş Istanbul, Serge Gnabry von Werder Bremen, Alexander Merkel, Serdar Tasci, Timo Werner und auch Joshua Kimmich. Das ist schon eine beeindruckende Liste und es gibt noch viele, viele mehr. Das war jetzt so die prominenteste Auswahl. Zeigt, wie hoch die Durchlässigkeit ist in Stuttgart zwischen Nachwuchs- und Profiabteilung. Auch in der Busabteilung ist es, die den VfB wieder in die erste Liga führen soll. Hat Hannes Wolf einen absoluten Fachmann verpflichtet, was das angeht, ehemaliger U19-Trainer von Borussia Dortmund und legt natürlich jetzt wieder großen Wert, die heimischen Talente zu fördern und nicht zu verlieren, wie das so die letzten Jahre der Fall war. Beispiel Kimmich, Beispiel Werner. Der war schwer zu kontrollieren. Für Lukas Ayilis, Nummer 9 der Bielefelder. Jetzt freigespielt, Überzahl, 3 gegen 2. Klasse isoliert, rausgespielt, der Ball war da ein bisschen ungenau. Es war der richtige Ball, allerdings etwas mehr Genauigkeit. Dann hätte man hier früh auf 3-0 chillen können. Stuttgart. Noch nicht so richtig wach, noch nicht so richtig griffig. Ball jetzt. Aber wieder geblockt. Parade hier von Bielefelds Dennis Mönig. Dann Torwartkollege Jan Fausewee hat ja gestern die einzigen beiden Tore erzielt und jetzt der Anschluss für den VfB. Leon Dayaku
Vorhin erwähnt, als einer der auffälligsten Spieler des Stuttgarter gestern. Das war klasse gespielt! Und schönes Tor! Sunshine! Klasse Antwort! Zwei Tore Abstand direkt wieder hergestellt. Richtig, Freistoß hier, richtig. Lauren Kurda. Aber er gestern mit der gestreckten Stuttgarter. Ja, na ja, gut, der Stuttgarter Torschütze von eben, ja, mit 6 Toren der zweiterfolgreichste Schütze im Ligabetrieb, wo der VfB auf Platz 1 in der Oberliga steht. Haben 8 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Haben gerade mal 6 Gegentreffer kassiert in 12 Spielen. Erste Defensive der Liga. Die Grätsche muss unterbunden werden, weil sie im Regelwerk nicht vorgesehen ist. Dann der nächste Treffer und es war wieder Leon Dayaku. 2:3, 3 Minuten vor Ende der Partie. Wieder die Rücke versuchen. Leon Dayaku verkürzt erneut. Schon über 2 Linie rein. Bleibt eng, bleibt spannend hier. Enge Kiste, aber ich glaube richtig entschieden. Noch kein Handspiel vom Keeper. Versuch. Ein Stück weit zu hoch angesetzt. Die Möglichkeit 2 gegen 2. Wieder geblockt. Also noch knappe Führung. Letzte Spielminute läuft. Abschluss zu hoch angesetzt von Lukas Ayilis. Die Stuttgarter jetzt mal mit dem Versuch, ihr Punktekonto insgesamt auf 4 Punkte zu schrauben. Das kann noch entscheidend werden, was die Platzierung in der Gruppe angeht. Das merkt man dem VfB auch an. Wir wollen ja ungern mit einer zweiten Niederlage aus der Vorrunde gehen.
jetzt die Möglichkeit. 3 gegen 2. Allerdings gut herumgeschaltet von Manuel Reuter, der sich da fix auf den Weg zurück in die eigene Hälfte gemacht hat. 23 Sekunden auf der Uhr. Wieder ein langer Abwurf. Oh, geht dann gut, weil Nick Hellmann nur zur Ecke klären kann. Ballbesitz Nicosia. Am Eckpunkt. 16 Sekunden auf der Uhr wieder angehalten. Also auch das kurz zum Regelwerk. Letzte Minute rein netto wie im Handball. Sobald der Ball im Aus ist, schießt sich das Spiel unterbricht, wird die Uhr angehalten. 12 Sekunden auf der Uhr. Nächster Schussversuch. Wieder knapp daneben und auch hier daneben. 9 Sekunden. Uhr wieder angehalten, bis der Ball freigegeben ist. Das ist jetzt der Fall. Stuttgart muss jetzt aufpressen, muss den Druck erhöhen. Ball einfach nur noch geklärt. Ach, hier die Kontrolle fast für Lukas Ayilis. 4 Sekunden auf der Uhr. Stuttgart haben noch die Möglichkeit. Langer Ball jetzt. Das wird nichts mehr. Bielefeld gewinnt seine erste Partie mit 3 zu 2. Glückwunsch an die Arminen.